Wir sind wieder zurück an Ort und Stelle, genau gleich, wo wir aufgehört haben. Und zwar ist hier ein bisschen Rubber durchgelaufen und damit können wir jetzt wieder einige Sachen herstellen. Und zwar brauchen wir Rubber, um genau hier Electronic Circuits herzustellen. So. Und davon brauchen wir keine Ahnung wie viele. Genau, wir brauchen natürlich zuerst einmal Kupferkabel. Und dazu brauchen wir auch etwas Kupfer. Hier die Öfen laufen noch. Hier wird schön durchgebrannt, durchgeschmolzen, damit wir hier wieder schöne Ingots dann bekommen. Und hier nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen Kupfer raus und legen das hier rein. So, einfach damit wir mal ein bisschen Kupfer bekommen. Also Kupferkabel natürlich, und ich habe das natürlich wieder falsch gemacht, weil Rubber kommt außen rum und nicht nicht das Kupfer. So, jetzt haben wir wieder einige Kupferkabel und damit gehen wir gleich hier an diesen Worktable Project Bench, genau. So, Project Bench, das ist übrigens nur dieser eine Block und der alleine ist ein eigener Mod für sich. Also wir brauchen jetzt nämlich eine weitere Maschine und zwar den Kompressor. Hier, wir machen den auch gleich, den Automatik, also einen kleinen erweiterten, weil den normalen möchte ich nicht haben, der ist mir wirklich einfach zu langsam. Hier, der brennt jetzt natürlich wieder, weil der hier mit Strom aufgeladen werden muss. Und wir brauchen jetzt Carbonplatten. Und diese stellen wir her, indem wir hier unseren schönen Kohldust ein bisschen rausnehmen. So, ungefähr so viel. Und dann kommt hier der Kohldust so rein. So, ich mache das jetzt gleich mit allem mal, damit das ein bisschen schneller geht. So, viel labern dazu muss man ja eigentlich nicht, ihr seht es ja. Also, zack, damit hätten wir es. Also, und jetzt kommen die, natürlich, die kommen so rein. Und jetzt bekommen wir halt die Raw Carbon Meshes. Moment, ich mache die gleich auch noch. So, jetzt haben wir 1,5 Stacks davon. Diese müssen jetzt in den Kompressor rein und darin werden die kompressiert und da bekommen wir dann Carbonplatten raus. Das geht jetzt natürlich eine Weile und hier sollten wir noch ausschalten, so, sonst ploppen die auf einmal oben raus. Beim Extractor konnte man das auch einstellen und das kommt eben davon, dass das Automatik sind. Und ja, der kann jetzt da mal schön Strom produzieren. Und was wir auch noch brauchen, ist einmal ein paar Maschinenblöcke hier vorne. Mal sehen, wie viel er liegt. Irgendwann geht es dann schon wieder. Ne, geht es eben doch nicht. Das eben mal so raus. Und gehen wieder hier zu unserer alten, schönen Crafting Bench, wie man das sagt. So. Hier kriegen wir die schön raus, auch ohne irgendetwas, das uns stören muss. Also, so. Und jetzt möchte ich mit euch den erweiterten Geothermalgenerator bauen, der aus Lava hier. Wir haben hier jede Menge Lavabüchsen und daraus produziert er Strom. Und dazu habe ich hier mal 2 Stacks Eisendust geholt. Und jetzt brauchen wir noch Nickeldust, glaube ich. Und sehen, ob das der richtige ist. Daraus müssten wir Invar bekommen. Genau, Invar Dust. So, alles mal gecraftet. Und das kommt jetzt auch gleich hier oben rein, damit es durchgeschmolzen wird. Und dann aus den Invar Ingots, da müssen wir dann diese auch schmelzen. Und da bekommen wir dann Invar raus, das wir dann später brauchen werden. So, und hier habe ich ein bisschen Refined Iron wieder gemacht, damit wir ein bisschen. Ja, wir machen gleich alle hier so, denn wir brauchen einen neuen Hammer. Wir machen am besten gleich 2. So, und dann machen wir hier so
ein bisschen Zinnplatten, damit das alles schön passt. Also, und wir haben hier noch ein bisschen davon und das können wir hier ebenfalls reinlegen, einfach damit wir schöne Zinnplatten bekommen. So, damit müssen wir wieder einige von diesen RE-Batteries machen können, denn davon brauchen wir auch noch welche, um dann nachher den Generator fertig zu bauen, denn der braucht ja natürlich auch einen Speicher, wo er das Ganze laden kann. Das sollte ja logisch sein, oder? Ja, so. Und wir schauen mal, wie weit der hier hinten ist. Der hat 8 Stück, ja, das reicht schon ziemlich gut. Dann können wir Advanced Maschinenblöcke machen, die man, ich zeige euch gleich das Rezept mal, wie man die denn so craftet. Moment mal, wenn ich einladen, so. Also, und so heißt der Maschine. Mal sehen, Maschine, hier, das ist der Advanced Maschinenblock. Und hier, ihr seht, Carbonplatten in der Mitte ein Maschinenblock und hier brauchen wir noch Advanced Alloy. Das craftet man auch im Kompressor, wenn man solche Mixed Metal Ingots reingibt. Und diese Mixed Metal Ingots, die müssen wir uns jetzt einmal herstellen. Und zwar machen wir das mit genau diesem Rezept. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal Bronze, also Bronzeplatten, um genau zu sein. Also dazu brauchen wir hier Zinn und Kupfer und das kann man hier gleich craften, denn das Rezept geht so. Zack. Dann haben wir ein bisschen Bronze. So. Und das kommt jetzt hier so rein. Dann machen wir uns hier gleich mal Bronzeplatten. Und Refined Iron brauchen wir noch ein wenig. Dann können wir hier das so zack nehmen. Und hier machen wir uns gleich auch noch ein paar Platten und Zinnplatten brauchen ja ebenfalls doch. Zack. So, aber jetzt ist der Hammer gleich kaputt gegangen. Aber das macht nichts, denn wir kriegen davon jetzt genau 2 Stück raus und das reicht genau, um einen Advanced Maschinenblock zu craften. Und wir brauchen, glaube ich, so viel ich gesehen habe, auch. Ich möchte ja übrigens diese Industrialzentrifuge bauen, also so schreibt man das. Ja, und dazu brauchen wir, Moment, 2 Advanced Maschinenblöcke. Okay, da müssen wir doch noch mal welche machen und noch mal einen Automatik. Den Automatikextraktor können wir gleich den von hier nehmen, den wir ja bereits aufgestellt haben. Und solche 2 Advanced Circuits brauchen wir. Diese sind auch relativ einfach zu craften, da wir ja jede Menge Kupferkabel auch haben. Allerdings brauchen wir dazu noch Glowstone und etwas Lapis Lazuli. So, und Redstone haben wir da vorne, das brauchen wir nämlich ebenfalls noch. So, und wo haben wir die Circuits zum Craften? Hier, aber ja, die Kupferkabel sind bereits wieder ausgegangen. Nicht optimal, aber wozu haben wir denn die jetzt eigentlich eingesetzt? Keine Ahnung. Okay, dann machen wir es eben anders und legen hier nochmal etwas Sticky Reason rein, einfach damit wir wieder ein bisschen Kupfer bekommen und daraus dann auch was Schönes herstellen können. So, das ist fertig hier. Und das legen wir wieder rein, damit schön die Carbonplatten gecraftet werden können. Und dann sollte das ja... Ah! Bin ich blöd. Wir haben ja bereits die Circuits im Inventar und ich habe es mal wieder nicht bemerkt. Also, so, wir machen uns da vorne gleich 2 Stück und das funktioniert leider nicht, weil natürlich fehlt Redstone. So, Redstone kommt in die Ecken. Zack, zack, das wieder raus und das kommt so rein. Glowstone kommt auf die Seiten, also ist eigentlich auch egal. Und dann kommt die in die Mitte und wir haben hier Advanced Circuits. So, und ja, da müssen wir uns jetzt nochmal eben einen neuen Hammer craften, damit wir wieder die Mixed Metal Ingots machen können. Also Refined Iron sollte hier ankommen, nicht.
Nee, doch, müsste ja. Ja, dann habe ich Find Iron. So. Und das kommt jetzt wieder so rein. Und dann kriegen wir wieder einen neuen Hammer. Perfekt, so. Also Zinnplatten. Moment, da brauchen wir zwei Stück. Große Platten haben wir noch. Und wir fallen da in Platten sowieso. Und wenn der Hammer nicht drin wäre, würde das auch funktionieren. So, also jetzt müssen wir davon die nochmal hier reinhauen. Damit dann da auch gleich was rauskommt, was anständiges, das wir gebrauchen können. Und wir köpfen uns jetzt einmal einen Advanced Maschinenblock. Dann haben wir schon mal einen. So, der kommt da rein. Das kommt so. Die Carbonplatten auf die Seiten und wir haben ein Stück davon. So, und jetzt müssen wir uns die Wrench bauen. Also der Schraubenschlüssel. Damit wir diesen Automatik-Extraktor auch wieder abbauen können. Wenn wir den einfach so abbauen, dann geht er kaputt. Und das wollen wir ja nicht. Dann müssen wir uns einen neuen bauen. Also Wrench bauen wir uns Bronze, Tungsten Steel Iron. Ja, wir nehmen den Iron Wrench. Also der wird aus Refined Iron gekräftet, natürlich. So. Refined Iron sollten wir. Wo haben wir Refined Iron? Da nicht. Da. Ah, okay. Da haben wir noch was drin. Wahrscheinlich habe ich es reingelegt, dass automatisch geschmolzen wird. Also, das kommt wieder so zurück. Und dann sollten wir hier gleich etwas Refined Iron bekommen. Wir brauchen davon jetzt noch 4 Stück, damit wir dann 5 haben für diesen Iron Wrench. Und damit sollte das dann auch funktionieren, damit wir uns endlich dann mal eine zünftige, gute, einen guten Extraktor bauen können. Und das macht dann uns auch wieder jede Menge Spaß. Ja, übrigens, ihr habt es auch bereits gemerkt, ich bin wieder alleine. Ja, es wird bald wieder eine Folge geben, wo wir dann zusammen aufnehmen. Wahrscheinlich aber dann nicht mit Technik Mods. Hier werde ich in Zukunft alleine hier weiterführen. Und wir werden wahrscheinlich ein gemeinsames Let's Play starten dann im Minecraft. Minecraft Vanilla, ja. Ohne irgendwelche Mods, habe ich mir gedacht. Also er hat mich auf die Idee gebracht. Und deshalb, ja, denke ich mal, ist das auch okay für euch, oder? Also, sollte ja kein Problem sein. So, jetzt versuchen wir das mal. Und nein, das geht nicht mit diesem. Schade. Also, was haben wir denn sonst noch hier? Diesen Prototyp Omni-Wrench, den würde ich mir auch gerne bauen. Also, Türkis-Wolle, das wird schwierig, um die zu kriegen. Moment mal, weiße Wolle oder türkischer Farbstoff können. Ja. Also ich weiß, dass es mit dem so. Ne, das ist blöd, oder? Nehmen wir den Electric Wrench. Der. Ach, der braucht Steelplatten. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Aber es gibt keine andere Möglichkeit im Moment. Und diese Türkis Wolle ist auch nicht ganz einfach zu kriegen. Ja, wie machen wir das am besten? Also, mit diesem Philosopherstone scheint ja das ziemlich gut zu gehen. Aber ja, und woher muss man dann auch die Wolle ja haben? Ja, wahrscheinlich kommen jetzt alle Wolle. Ah, normale Wolle, okay. Ah, Cotton, zum Glück, das ist unsere Rettung, ja. Okay, ja, wir haben ja davon gut was. Das, ja, genau, ja. Also, wir nehmen da mal 9 Stück raus. Zack, so. Und dann hauen wir es da rein. Es gibt jetzt eine Wolle zum Glück. Ja. Okay, also, und jetzt nehmen wir doch hier richtige Kiste. Den Philosopher's Stone. Also, Stein der Weisen natürlich. Und dann geht das mal so. Zack, 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 zack. Wie weit geht das noch? Grau, hellgrau, okay. Türkis. So. Und jetzt brauchen wir 2 Diamanten und 1 Goldnugget. Das haben wir natürlich. Diamanten habe ich ja jede Menge gefarmt. So, und Gold sollten wir, genau, 26 haben wir noch. Also, das kommt jetzt alles mal hier rein. So. Und so. Genau, Prototyp Omni-Wrench.
Diese werden wir noch ganz viel brauchen, weil die meisten Maschinen, um diese abzubauen, benötigen. Ach, mit dem geht's jetzt auch nicht. Ja, was machen wir? Wir nehmen die Radikalmethode einfach, würde ich mal meinen, oder? Dann heißt wir. Okay, damit geht's natürlich nicht. Also. Ja. Oder. Vielleicht mit Behutsamkeit würde. Also, wenn man Silktasch verzaubern würde, dann würde es vielleicht funktionieren, aber. Warum kann ich den jetzt nicht abbauen? Es geht einfach. Es geht einfach zu langsam. Ja. Okay, aber. Der wird jetzt sehr wahrscheinlich kaputt gehen und dann bauen wir uns eben mal eben einen neuen. Das heißt, ein Electronic Circuit werden wir wohl noch haben und ja, Holz haben wir sowieso, um die Tree Traps wieder zu machen. Also der Extractor ist eigentlich billig im Vergleich zu anderem, was wir hier so haben. Im Moment natürlich noch, also, aber wir haben auch immer mehr Ressourcen, ist da uns auch immer bessere Möglichkeiten. Ja, hier erlaubt werden mit dem Mods und dem Ganzen, was wir hier tun können. Deshalb, ja, das ist kein Problem. Wir nehmen es easy, oder? Ah, der ist explodiert. Okay. Und bekommen haben wir einen Advent. Nein, wir haben den normalen Maschinenblock bekommen. Aber macht natürlich nichts. Und das, die Explosion, ja, wird wahrscheinlich durch den Mod korrekt verursacht. Also. Wir brauchen jetzt mal eben ein bisschen Holz. Nehmen das Hellbark hier. Hab keine Ahnung, ob das mit dem auch funktionieren würde. Also, wir nehmen das mal so und dann kommt das so. Und ja, funktioniert zum Glück. Unser Tree Trap kommt raus. Zack, so. Holz kommt weg. Das kommt auf die Seite hin. Wir haben ja das in der letzten Folge bereits einmal alles gecraftet. Und das kommt noch so hin und wir haben einen Automatic Extractor. Das kommt so hin und für. So, jetzt muss ich wieder umschalten in die Industrialzentrifuge. Industrial. Moment, das ist immer schwierig, so gleichzeitig zu reden und auch zu schreiben. Also, Industrialzentrifuge haben wir hier und wir brauchen hier Refined Iron Plates. So, davon haben wir ja hier zum Glück noch welche. Und jetzt fehlt uns nur noch der Advanced Maschinenblock und den kriegen wir jetzt easy locker zusammen, weil wir ja hier hinten noch zwei Carbonplatten haben. Also, Advanced Alloy natürlich heißt das. Carbonplatten haben wir mehr als genug im Moment und das wird uns wahrscheinlich nie. Reichen, bis wir alles haben, aber es ist ein guter Anfang und ja, so ein guter Anfang, der muss einem wirklich gelingen. Man kann den auch sehr gut mal eben verpatzen oder so und dann ist eben dann schnell nicht mehr so lustig. Also Industrialzentrifuge, etwas sehr, sehr Gutes, das wir immer gebrauchen können. Und diese Industrialzentrifuge, die braucht ziemlich, ziemlich viel Strom und deshalb stellen wir die mal hier hinten auf. So, wir können da mal reinschauen. Oder nicht? Doch. Ja. Hier, wenn ihr auf Receipts gehen, ihr seht, hier unten 118 Sachen können wir damit machen. Und ja, das braucht eben ziemlich viel Strom, weil es ein Industrialgerät ist. Und deshalb bauen wir jetzt da den Geothermalgenerator hin. Nein, den Semiflut möchte ich hier lieber hinbauen. Und auf der anderen Seite dann den Thermalgenerator. Also, ja, Semifluid-Generator. Der wird folgendermaßen gecraftet und Reinforced Glass, das braucht hier Advanced Alloy, das heißt, wir müssen nochmal ein bisschen Mixed Metal Ingots machen, sonst funktioniert das nicht, also das heißt hier Zinn und der Hammer haben wir hier, so, Bosse haben wir noch, wir machen gleich die 6 Stück alle, dann lohnt sich das auch. Und dann haben wir mal wieder ein bisschen, einen ganz kleinen Vorrat, der natürlich unglaublich schnell wieder aufgebraucht sein wird wahrscheinlich. Ja, so, das kommt da rein und dann warten wir jetzt eben mal schnell. Und ja, was braucht denn der Semifluid-Generator sonst noch so? 2 Circuits und den Generator haben wir bereits und Refined Iron Plates. Moment, brauchen wir davon noch welche?
Ja, wir haben genau eine zu wenig. Oder? Moment, ist das? Ja, da haben wir noch eine Anzug, das reicht. Oder braucht ihr jetzt 5? Ich habe es gar nicht angeschaut. Ja, braucht 5. Also. Das heißt, wir brauchen. Ja, nochmal Rubber, um 2 Circuits zu kräften. Copper haben wir dabei. Mal sehen, was wir. Ich fürchte, wir müssen doch noch mal Rubber holen hier hinten. Oh ja, und der ist natürlich weg, da wir die Zentrifuge ja vorhin abgebaut haben. Ja. Wir waren mal wieder dumm. Dumm. Also, aber hier haben wir. Den haben wir auch rausgenommen, da hatte ich auch noch Rubber drin. Ja, aber 7 Stück. Das gibt ja doch noch mal einen Circuit zum Glück.